Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ulvur-Projekt. Ah, das ist Dirit, okay. Wir sind am Runterbuddeln, haben volles Inventar. Müssen jetzt noch ja, die Nacht abwarten. Ja, mal das rotete Fleisch weg. Und dafür das Kupfererz mitnehmen. So, und unten machen wir direkt eine Truhe, einen Wegpunkt und so weiter. Ja, wir haben im letzten Part ein Dorf gefunden. Nach dem ersten Part, der ja ein bisschen ja, Vorbereitung war, haben wir direkt im zweiten Part uns noch recht viel ja, steigern können. Also direkt Dorf gefunden, mehrere Bäume, die wir anpflanzen können und auch noch eine Ebene gefunden. Und das ist super. Ich finde die Lapis-Lazuli-Fläschchen so cool. Wirklich Pulverfläschchen aus der Alchemie. Nice. Okay, direkt runter auf 11. Dann hier direkt Truhe machen. Wunderbärchen. So, also, welches Holz nehmen wir? Ja, das Kirschholz. Aber auch ein bisschen schneller drauf. So, kurz einen Ofen machen. Und jetzt brauche ich aber wieder die Bretter. Wo sind die Bretter? Ich sehe die Bretter gar nicht so richtig. Nein, nicht anders sieht. Nein, nicht das. Das die Bretter? Naja, das sind die Bretter da rechts. Okay. Boah, die haben so eine Steinfarbe. Das ist unglaublich. Wie cool. Also schnell rein, damit wir alles. Ja. Einfach mal alles rein. Gut. Ja, es ist ziemlich knackig vom Zeitlichen. Bin natürlich einer, der sich auch nicht gerade um das schnellste Gameplay kümmert. Also ich spurte mich nicht eine Sekunde schneller, um irgendwie das schneller zu kräften oder so. Bin sowieso nicht der schnellste Kräfte, weil ich ja, ein bisschen auch nachdenken muss, welches ist. Weil das Texture-Pack schon noch recht schwierig alles ein bisschen deutlich macht. Aber gut, ja. So, nicht vergessen hier mal noch ein bisschen Wasser hinzustellen. Machen wir oben auch noch ein bisschen frei, weil hier kommt der Wegpunkt. So, da. Minibar machen wir grau. Grau ist sozusagen immer unterirdisch oder beziehungsweise nur Minen. Und ja, wir nehmen mal das Eisenerz auch raus. Und alles andere können wir mal drin lassen. Und dann irgendwann holen, wenn wir dann wieder rausgehen. Eigentlich könnten wir direkt auch wieder dann raus, weil es Tag wird. Man sieht leider gar nicht, was eine Tageszeit ist, sagen wir nicht hier raufschauen. Können wir eigentlich zum Dorf zurück, also zum, nein, zum Wegpunkt geht ja nicht, wir müssen zum Dorf. Weil wir können hier nicht gerade gut raus. Also Sapling, Birkensetzling nehmen wir mit, Weizenkörner nehmen wir mit, das Limettenholz nehmen wir mit, Oliven. Und die Bücher. Alles andere können wir hier noch unten lassen. Brauchen wir nächste Zeit nicht. Okay, dann machen wir Strip Mining. Kurz ein bisschen, nur kurz. Aber wir müssen ja noch an Diamanten kommen.
Also hier sieht man, machen wir alle drei Drähte in solchen Stollen. Durchgang. Ah gut, haben wir schon eine Spitzhacke wieder verloren. Geht ja so schnell. Ja, diese Kurzsachen, die habe ich ja nie so richtig im Kopf behalten können. Muss ich auch wieder ein bisschen. Muss mir jemand sagen, weil das kann man kaum nachschauen. Es gibt nicht so eine mega. Oh, diese Tastenkombination musst du wissen. Webseite. Also, wo man alle wirklich kleinen Abkürzungskniffen, Kurzwahlkniffen direkt sieht, oder? Also auf Englisch. Okay, ich sehe gerade gar nichts außer Lava und Stein. Ah, hier ist schon recht dunkel. Okay, scheinbar nichts. Also gehen wir eher in die Richtung. Kurz meinen. Und haben direkt, ja, Lava zum Obsidian bekommen. Wunderbar. So, ich schau kurz nach. Ja. So ein Test. Weil ich keinen zweiten Bildschirm habe, weil ich ja auch keine Grafikkarte habe mit mehr Schnittstellen. Ja, die alte aus 2015. Eines der besten Grafikkarten wegen Quad. Damals. Was überhaupt nichts nützt. Ich weiß nicht, wie so ein Nvidia das einfach, ja, herausgebracht hat. Wenn die Games die anderen Kerne auch nicht verwenden können. Ja, fragt sich das. Aber ich habe ja einen komplett PCK gehabt. Ich konnte gar nicht wählen, ob ich einen Kern oder vier Kerne haben kann in der Grafikkarte. Deshalb ist es okay, aber ich kaufe nie mehr Kerngrafikkarten. Also sie werden, glaube ich, auch jetzt nicht mehr gemacht. Für was eben? Also es ist, ja, sie werden nicht automatisch verwendet. Es wird immer nur ein Kern verwendet und dann, ja, hat man halt nur 4 GB bei meiner Grafikkarte, sondern 20. Aber ich verstehe nicht, 4x4 ist 16. Wieso habe ich dann 20? Es muss noch ein fünfter Kern sein. Aber nein, sie schreiben Quad hin. Es ist also für einen Laien, der ja nicht viel mit Informatik und so IT zu tun hat, ist es sehr kompliziert. Okay, es ist Tag geworden. Es ist gerade ganz dunkel, also noch dunkel, noch nicht ganz Tag. Musste ich raushauen wieder. Hier haben wir alle Items eingesammelt. Ja, okay. Wir müssen das erste Mal teleportieren. Einfach als Abkürzung. So. Einfach ins Dorf. Ja, eigentlich können wir ja zurück zum Farm. Wieso gehe ich ins Dorf? Ah, hier sind Schafe. Die habe ich nicht mal mitbekommen. Man ist ja auch so abgelenkt zwischendurch. Das Spiel bietet ja sehr viel. Danke, aber darf ich die Wolle runterholen? Ist runtergekommen. Ja, hier haben wir noch Felder, die können wir nachher auch noch mal holen. Gut, haben wir jetzt hier uns zum Dorf teleportiert. Wir haben ja auch noch einen Wegpunkt. Das Lager. So. Wunderbärchen. Ist einfach ziemlich beeindruckend, wie Games einfach einem in den Bann ziehen. Ist wirklich cool. Das merkt man, wenn man selber spielt und nicht redet, merkt man das gar nicht. Aber ich wollte Schafe suchen und habe die Schafe einfach in Ruhe gelassen. Merkwürdig. Naja. Das ist das Wichtigste. Da hätten wir nicht meinen müssen. Aber gut. Die können wir anpflanzen. Sehr schön. Man muss ja auch immer wieder ein bisschen üben. Let's Player, beziehungsweise einfach Moderator oder so. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man alles kann. Das ist ein Beruf, da muss man einfach konzentriert sein.
So, dann haben wir Holz. Also das Holz können wir dann verwenden für die erste Hütte. Ja, ich möchte eigentlich direkt eine Hütte bauen. Und eigentlich direkt hier rein. Also müssen wir japanische Dinge anpflanzen. Also Weizen wächst noch. Wir könnten jetzt mal die Weizenkörner noch anpflanzen. Und ja, Pflanzen dort drüben. Müssen wir halt Bäume fällen zuerst. Ah ja, gleich noch das Bett craften. Sehr gut. Also wenn man so abgelenkt ist, dann ist einfach das Erinnerungsvermögen wahrscheinlich gerade so bei der Stelle. Also man denkt sich etwas, okay, jetzt muss ich Schafe farmen und ist dann abgelenkt und hat dadurch einfach die Erinnerung nicht dran, ist dann sozusagen ja, verwundert, wieso man das jetzt nicht gerade als, oh, das ist wichtig, angedeutet hat. Und ja, dann macht man halt Fehler. Also der Fehler kommt ja drauf, dann, wenn du das brauchst, das Bett, oder? Du siehst, du hast keine Wolle gefarmt. Also musst du improvisieren. Wir haben es eigentlich gut können. Und haben jetzt schon sozusagen den Stollen gemacht. Na, hier ist ja eigentlich nur der Beginn, der Spawn. Und ja, das erste Loot unter der Erde geholt. Und die Mine und so weiter kann man dann dort machen. Ist eigentlich ein cooler Spot für eine Mine, für ein Minenhaus. Zwar nicht immer ein Berg, aber eine Mine muss nicht unbedingt in der im Berg drin sein. Also ja, wir hätten die alten ja, im Mittelalter oder so sonst die Erze also hinbekommen, bekommen. Mussten sie auch irgendwie zuerst holen aus einem Gebiet, das Eisen überhaupt vorkommt. Weil ich weiß, hier in Basel, Baselland, Schweiz, Nordwestschweiz, gibt es kein Eisen. Wir haben kein Eisen. Wir haben ja das Juragebirge, das Tafeljura. Und das ist scheinbar einfach so eine Art Platte gewesen, so ein bisschen. Ein abgesplittete Ding. Da ist ja Basel auch ein bisschen ein Erdbebengebiet. Also das letzte Erdbeben ist 600, ja, 700 Jahre Vergangenheit schon. Aber es könnte wieder sein, dass da ein Erdbeben zwischen 5 und 7 mal kommen könnte. Aber wo ich bin, ja, das ist sehr weit weg bis zum Spot, wo damals Augusta Raurica in der Römerzeit, also noch länger her, die Stadt Augusta Raurica verwüstet hat. Das ist eines der archäologischen Fundgruben der Schweiz. Ich weiß, dass es in Österreich eine Stadt gibt, also eine Römerstadt, ehemalige, also Ruinen. Und auf der Nordseite des Rheins, der ja von West nach Ost geht, nein, von Ost nach West fließt und dann nach Norden geht, Richtung Köln und so, dass dort einfach ein Wall war, noch aus der Nordseite, also Deutschlandseite. Die Schweiz hatte die Römer sozusagen schon damals gehabt, also damals noch gehabt. Sehr gut, also sehr gut. Für uns natürlich nicht so, aber wir waren ein freies Volk, also wir lebten neben den Römern, wahrscheinlich in Dörfern und so. Und die Schweiz wurde ja dann erst 1200, ja, sagen wir 1000 Jahre später geschworen. Produkt, also ja, erschaffen. So, das Bett muss hin. Daher. Gut, und es wird wahrscheinlich direkt wieder Nacht. Na gut. Also, ich möchte eben diese Kirschholzbretter verwenden, um hier eine kleine Mine zu machen. Wirklich nur ein kleines Holzhaus. Ah, direkt eine andere Farbe. Wunderbar.
So, 7 mal 7. Der Baumwächt. Ja, gut. Und, ja. Müssen direkt mal noch Wackeln machen. Dann ein paar mehr. Kohle wieder mitnehmen. Oder, ja, wir haben keine Kohle mehr. Direkt alle Kohle verwendet. Wow. Na gut. So, die Schere müssen wir nicht mitnehmen momentan. Die Axt ist leider bald kaputt. Die Sonne ist gar nicht zu sehen. Sieht so aus, als würde die Sonne ungefähr hier sein. Naja, kurzen Blick. Also, ja, dann haben wir kurz ein paar Minuten. Die Bäume wachsen leider nicht so schnell. Ja, wir müssen eine zweite Axt bauen. Weil die Bäume brauchen wahrscheinlich dann alles von der Haltbarkeit. So. Was ist denn das für ein Baum? Ja, wenn wir noch Zeit haben. Können kurz den Baum anschauen. Der Bambus ist noch nicht gewachsen. Könnten wir eigentlich jetzt anpflanzen. Wir könnten ja den zum Beispiel hier anpflanzen. Hallo, lass mich durch. Man sieht die Blätter kaum. Was ist das für ein Baum? Blauer. Dann verwenden wir die Axt. Ah, das geht gar nicht. Das ist Eichenholz. Also das sollte als Baum eigentlich... ja, markiert sein und dann alles miteinander gefällt, aber scheinbar ja nicht. Aber hier ist der Baum, okay. Hier wird der Baum erkannt. Hier wieder nicht, aber hier oben wird der Baum wieder erkannt. Ja, ihr seht, es ist nicht alles so untereinander besprochen in den Mods. Also die Mods haben manchmal nicht so eine Ahnung von einem anderen Mod. Ist ja auch klar. Sind ja Scripts. Und die müssen ja auch funktionieren können. Oh, so ist nicht so gut. Ich muss zuerst und... also wenn man den wieder hinbaut, dann ist wieder die Markierung da, sozusagen. Oh ja, da muss alles miteinander runterkommen. Interesting. Sehr interesting. So funktioniert etwas. Oder nicht. So, dann haben wir blaue Blätter. Also es sieht nicht blau aus, aber es heißt blau. Interesting. Ja, Forest Tree ist auch ein Mod, den natürlich gut lange Zeit verwendet werden kann. Das sind Mods, da hackt man einfach immer wieder dran. Also es ist ein extremes eine Expansion, eine Erweiterung vom Holzfällen. Weil man muss züchten. Man muss die auch zuerst sammeln, richtig. Was gibt es denn für Holzarten? Es gibt die 5 normalen Holzarten, die schon länger drin sind. Und es gibt die 2 Nether-Neulinge, die wir in dieser Version noch nicht drin haben, in Vanilla. Der Forstwirt, der hat nicht viel zu tun. Und jetzt mit einfach Forest Tree haben wir schon sehr viel im Forst zu tun. Und das ist auch sehr interessant. Also ich freue mich drauf. Also ja, wir müssen einfach schauen, dass es abwechslungsreich wird. Dass wir wieder mal hingehen. Aber das ist genauso etwas, was das Spiel so erweitert, dass das Let's Play eigentlich hunderte bis tausende Parts bekommen kann. Ich habe mehrere Leute abonniert und unterstütze sie immer wieder, die wirklich sehr wenig Aufrufe haben. Ich habe jetzt im ersten Part bis jetzt Stand
Mittwoch, den 6., also Dreikönigstag, am Morgen 37 Aufrufe im ersten Part, also direkt. Und ich habe einen abonniert, der hat im ersten Part seit ungefähr einem halben Jahr noch nicht mehr Aufrufe im ersten Part. Also es geht vielen noch viel schlechter als mir. Ich habe ja nie gesagt, dass ich für ein großes Publikum YouTube machen will. Ich möchte einfach meinen Kollegen etwas bieten. Und ich habe so viele Kollegen, so viele Freunde gefunden, dass ich eigentlich sagen kann, das, was ich jetzt schon so lange immer mache, ist völlig befriedigend. Aber klar, man möchte natürlich eine Community, also man will Leute haben, die wirklich schreiben, ja, ich möchte gerne ein NPC sein, ich möchte gerne, dass du etwas für mich baust oder mach bitte einen Server auf. Ja, ich mache Server auf, also ich bin immer auf einem tätig von meinen Kollegen, weil ich da mich nicht so immer drum kümmern kann, beziehungsweise nicht immer bezahlen kann auch. Nach einer armen Schlucke. Und dadurch, ja, ist es natürlich nicht gerade direkt immer machbar. Ich habe keine Technik momentan. Also ich lasse meine älteren Techniker, die alten Server, nicht unbedingt, ja, so tätig werden müssen. Also ich zwinge sie nicht dazu, weiterzumachen. Sie können kommen oder gehen. Und deshalb, ja, geht es momentan nicht direkt. Aber mit diesem Modpack einen Server zu haben, wäre doch etwas komplett geil, Geiles. Die Leute hätten immer etwas zu tun. Sie können immer auf dem Server dann irgendwie weitermachen. Aber es muss halt Schutzplugins und so drauf. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehen würde, ja, dann könnte ich alles zerstören von einem anderen Spieler, der die Mine gemacht hat. Waren wir aber, wenn man einfach so denkt. Oder? So ein cooler Wald. Ja gut, jetzt haben wir wieder so viel geredet, dass der Part ein bisschen länger wurde. Aber das war auch ein bisschen gewollt, weil wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Aber die Bäume wachsen auch nicht so schnell. Na gut. Und ja, ich sehe, dass es wächst wirklich langsam. Okay, 71% ist eins wenigstens. Naja, dann bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen und einen wunderschönen Tag für euch. Tschüss.